Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich auch auf diese Veranstaltung. Ich bin dankbar dem IFO-Institut, dass es möglich ist, in seinen Räumen und mit seiner Technik elektronisch die Aussagen zu verbreiten, was sonst eben vor allem physisch in der großen Aula der Universität geschieht. Aber es geht eben epidemiebedingt nicht. Die wundersame Geldvermehrung war der Titel meiner Weihnachtsvorlesung von vor einem Jahr. Das war praktisch Teil 1 und jetzt kommt Teil 2. Kommt die Inflation, ist die große Frage. Naja, sie ist schon da, werden Sie merken. Aber die Frage ist, wie wird es weitergehen? Das werde ich heute diskutieren. Der große Held, auf den ich mich beziehe, ist dieser Mann. Kennen Sie den? Das ist Nikolaus Kopernikus. Jeder kennt ihn als Astronom, aber er war auch ein Ökonom, der erste Ökonom deutscher Zunge, der mit verschiedenen Schriften zu dem Geldwesen von sich frühzeitig hat hören lassen. Und er hat im März 1522, also fast genau vor 500 Jahren, einen bemerkenswerten Text vorgelesen in Graudenz beim Preußischen Landtag, nachdem er im Auftrag der Landestände, der Preußischen Landestände, diesen Text vorher schon verfasst hatte. Überall erfindet sich der große Gebrech, und ein unleidlicher Irrtum, wo des Landes Herre adir die Regierer, der Lande adir der Gemeinen, ein Gewinn suchen aus der Mundzunge, als nämlich wann seie der vorigen und gangbaren Munz eine neue Munze zu geben, die im Gran adir im Schrött unvollkommene ist und doch in der Achtunge mit der vorigen vergleichet wird. Ich will Ihnen das nicht weiter zumuten, auch mir nicht. Es ist sicher alles falsch ausgesprochen, aber das ist der Originaltext im Neuhochdeutschen, frühen Neuhochdeutschen, der im Danziger Stadtarchiv aufgefunden wurde von Kopernikus. Und ich sage Ihnen mal, wie die Übersetzung geht. Das größte Gebrechen und der unerträglichste Irrtum ist es, wenn der Landesherr aus der Münzprägung einen Gewinn zu ziehen sucht, indem er nämlich der bisherigen Münze eine neue zur Seite stellt, die im Material oder Gewicht mangelhaft ist und doch mit der alten gleichgesetzt wird. Dieses Übel verwüstet die Bewertung der Münze ebenso wie Rost oder Unkraut das Getreide. Wenn es überhand genommen hat und zu spät entdeckt worden ist, kann es der Herr nicht ohne Mühe und nicht ohne erneute Belastung seiner Untertanen beseitigen und erst recht nicht ohne Unglimpf, da er ja selbst die Ursache dafür gesetzt hat. Ich glaube, diese Aussage, das werden Sie noch merken in dieser Vorlesung, ist so aktuell wie nie. Denn die Inflation hat tatsächlich begonnen. Wir streiten uns drüber, bleibt sie, ist sie ein Huckel, kommt ein neuer Huckel oder nicht. Darüber werde ich heute mit Ihnen reden. Das Buch dazu ist am Markt, will ich nicht weiter darauf eingehen. Dies ist meine Gliederung. Die wundersame Geldvermehrung, erster Abschnitt, dann die Zerstörung der Inflationsbremse, dann die Anstoßeffekte, dann die Inflation ist schon mit großer Macht zugange. Die ökonomischen Gefahren der Inflation, die Beschwichtigungspolitik der Europäischen Zentralbank, die Selbstverstärkungseffekte, warum die Inflation in Wellen kommt und weitere Inflationsschübe sind schon absehbar. Und dann komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Sie werden merken, der erste Abschnitt ist ungefähr das, was ich im letzten Jahr schon gesagt habe. Ich wiederhole das hier nur kurz, dass die Zuschauer dann, die erste Vorlesung nicht gesehen haben, die ja auch im Internet verfügbar ist, in YouTube, dass sie dem Gedankengang weiter folgen können. Also, die Geldmenge im Euroraum, jedenfalls die Zentralbankgeldmenge, die nicht von den Banken, sondern von den Notenbanken des Eurosystems geschaffen wurde, hat sich in der Zeit des Euro hier dramatisch vergrößert. Das sieht man an diesem Diagramm. Links im Bild ist die Gründung des Euro, der virtuelle Euro 99, wurde eingeführt. Dann kam eine Phase, wo die Geldmenge praktisch linear anstieg. Und hier ist
der Beginn einer stürmischeren Phase. Das ist nämlich der Sommer 2008. Im Herbst 2008 gab es die große Finanzkrise mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers in Amerika. Und dann ging die Geldmenge rauf und runter, wie Sie hier sehen. Das ist der Juli 2012. Dann kommen die großen Rettungsaktionen der Europäischen Zentralbank, whatever it takes. Dann beruhigt sich alles etwas, braucht man nicht so viel Geld. Dann geht's aber nochmal richtig hoch. Ab 2015 im Zuge des Quantitative Easing Programms und am rechten Bildrand kommt dann die Corona-Krise, die die Geldmenge inzwischen auf 6 Billionen Euro ins dritte Quartal dieses Jahres erhöht hat und inzwischen sind wir schon so gar ein kleines bisschen drüber. Das ist passiert. Eine gewaltige Aufblähung der Geldmenge, eine Versiebenfachung, die stattgefunden hat seit dem Juni 2008 in den letzten 13 Jahren. Nun ist die Wirtschaft ja auch ein bisschen gestiegen. Eine wachsende Wirtschaft braucht auch mehr Geld. Auch die Preise sind ein bisschen gestiegen. Außerdem ist die Eurozone erweitert worden. Um die baltischen Staaten rechnet man das raus. Dann kommt man zu dem Schluss, dass wir heute 6-mal so viel Geld haben, relativ zur Wirtschaftsleistung, als wir im Sommer 2008 hatten. Und diese Geldmenge von damals hat sich ja für die Bewegung des Sozialprodukts der Eurozone auch schon als ausreichend erwiesen. Das heißt, wir haben einen Geldüberhang von 4,9 Billionen Euro, 4.900 Milliarden Euro inzwischen im Vergleich zum Juni 2008 und rausgerechnet halt das Wachstum der Wirtschaft. Das ist für sich genommen, glaube ich, schon ein riesiges Problem. Das Geld ist entstanden durch Kreditvergabe der Notenbank an die Banken. Die haben es weitergeleitet an die private Wirtschaft, an den Staat. Es ist entstanden durch Staatspapierkäufe, sodass also letztlich der Staat dieses frisch gedruckte Geld hat weiterleiten können. Dazu komme ich noch. 2/3 dieses vielen Geldes, was hier zusätzlich geschaffen wurde, liegt in Horten bei den Banken. Die Banken haben Einlagen bei den Notenbanken. Da liegt es in virtueller Form. Aber viel liegt auch in Horten bei der privaten Wirtschaft und auch bei Privatleuten. Also wir haben ein ungemein hohes Niveau an Liquidität. Und ich hatte in meiner Vorlesung letztes Jahr erläutert, dass es so etwas gibt wie eine Liquiditätsfalle. Das ist ein stehender Begriff seit Keynes in der Ökonomie. Wenn die Zinsen am Anschlag sind bei Null, dann ist es den Leuten eigentlich egal, ob sie Geld halten oder Wertpapiere. Und sie sind bereit, praktisch beliebige Erhöhungen der Geldmenge durch Hergabe von marktfähigen Schuldtiteln zu absorbieren, ohne dass dieses zusätzliche Geld inflationär ist. Das zusätzliche Geld kann aber inflationär werden, wenn es ausgegeben wird. Und das kann ausgegeben werden, indem man also dieses Bargeld schon hat oder auch indem die Banken es benutzen, um über einen Geldschöpfungsmultiplikator das sogenannte M1-Geld daraus zu machen. Das besteht aus Bargeld und Sichteinlagen bei den Banken, aber die Sichteinlagen, die die Banken wiederum bei der Notenbank haben, gehört nicht dazu. Sie sehen an dieser Grafik, da ist aber noch nicht viel passiert. Die Banken haben ein riesiges Potenzial an unausgenutzter Kreditgeldschöpfung, was sozusagen ja eine Art von Pulverfass ist, bezüglich der Inflation, welches da zum Glück noch nicht wirklich gezündet wurde. Oder na, wenn das die Inflation jetzt schon die Zündung sein sollte, dann muss ich das revidieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass das derzeit noch nicht der Fall ist. Das ist die Situation. Überhaupt noch nie in Europa, glaube ich, zu normalen Zeiten hat es eine solche Ausweitung der Geldmenge jedenfalls, also nicht in Deutschland gegeben, in der Nachkriegszeit völlig undenkbar, so etwas zu Zeiten der Bundesbank. Natürlich, die mediterranen Länder haben immer schon die Geldmenge sehr stark ausgeweitet.
Andere Länder haben auch die Geldmenge ausgeweitet. Hier die entsprechende Kurve für die USA, und zwar normiert, indem der Wert geteilt ist durch das amerikanische Sozialprodukt. Aber Sie sehen, wenn ich die europäische Kurve entsprechend berechne und daneben halte, dass hier tatsächlich die europäische Geldmenge sich viel, viel schneller relativ zur Wirtschaftsleistung vergrößert hat als die US-amerikanische. Wir haben also zwar ein weltweites Problem an dieser Stelle, aber wir haben ein ganz besonders großes Problem in Europa. Und dieses viele Geld ist eben ein erheblicher Teil ist geflossen nach Deutschland. Was man an diesen Tagessalden sieht, das sind Überweisungen letztlich vom Mittelmeerraum nach Deutschland. Dort haben die Notenbank viel Geld geschaffen durch den Aufkauf von Staatspapieren, und das Geld wurde verwendet für Güterkäufe und vor allem für Wertpapierkäufe und Immobilienkäufe und andere Dinge in Deutschland. Es floss also für 1.128 Milliarden Euro Geldversaldo nach Deutschland, was die Bundesbank kreditieren musste. Nicht? Eine Überweisung ist eine Kreditierung. Will ich nicht darauf eingehen, das ist das schwierige Target-Thema in der anderen Vorlesung und auch einer speziellen Vorlesung, die im Internet ist zum Thema Target, können Sie mehr erfahren. Und auf der Minusseite stehen eben vor allem zwei Länder, Spanien und Italien, die jeweils so um die 500 Milliarden quasi Kredit im Eurosystem gezogen haben. Das ist eine Art Überziehungskreditmechanismus. Man kann das auch so beschreiben, das Eurosystem ist für die südeuropäischen Länder, die so ein bisschen wackelig dastehen, aus der Sicht der Kapitalmärkte so ein Fass ohne Boden. Ja? Man schüttet da Liquidität rein durch die nationale Notenbank, das fließt aber gleich nach Deutschland, Luxemburg, Niederlande und andere nördliche Länder ab. Und damit genug Liquidität da ist, schüttet man immer wieder Neues rein und schließt immer wieder ab. Das ist so eine Implikation dieser Geldschwemme, die hier in Europa realisiert wurde. Nun, wenn es eine Inflation gibt, dann müsste man sie bremsen. Aber das ist schwierig, weil man das viele Geld nicht so einfach wieder einsammeln kann. Und das ist das Thema, mit dem ich mich jetzt kurz beschäftigen möchte. Auch das ist eigentlich eine Wiederholung vom letzten Jahr. Man muss sich klar machen, es gibt grundsätzlich zwei Methoden, Geld in Umlauf zu bringen. Zum einen kann man also Geld als Refinanzierungskredite geben, oder zum anderen kann man Wertpapiere kaufen. Ja, das sind die beiden Kanäle. Und man kann die Geldmenge dann versuchen selber zu steuern, indem man den Zeitpfad vorgibt. Das nennt man Geldmengensteuerung. Oder man kann auch sagen, wir gucken erstmal, wie viel Inflation das macht. Wir haben eine Zielinflationsrate und die wollen wir ansteuern, indem wir immer mehr Geld reinpumpen. Und solange die Inflation nicht anzieht, können wir das ja weitermachen. Das war so ein bisschen die Strategie, die die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren gewählt hat. Die Inflationsrate ging gar nicht hoch. Man sagte, man wollte nach 2%. Sie ging aber nicht hoch. Dann hat man gesagt, naja, dann können wir ja noch ein bisschen mehr Geld in Umlauf bringen. Und dieses viele Geld ist heute das Problem. Wenn man nämlich das rückgängig machen möchte, dann stößt man auf die Schwierigkeit, dass man dann vor allem Staatspapiere zurückverkaufen möchte. Von dem Geldüberhang von 4,9 Billionen Euro ist der Löwenanteil, nämlich 4 Billionen, entstanden durch den Kauf von Staatspapieren durch die jeweiligen Notenbanken des Eurosystems und auch ein bisschen durch die Zentrale in Frankfurt. Aber das meiste Geschäft wird ja lokal von den Geschäftsbanken gemacht. Hier sehen Sie die verschiedenen Programme, SMP, PSPP, dann in der Pandemie. Wenn man das alles zusammensammelt und hier noch die sogenannten Anfangskredite dazufügt, kommt man zu dem Schluss, es sind 3,9 Billionen Euro an Staatspapieren heute in den Bilanzen des Notenbankensystems der Eurozone angesammelt. Und das Ansammeln heißt eben, man druckt Geld, und drucken auch im übertragenen Sinne, elektronisch natürlich, und kauft dafür auf den Märkten Staatspapiere. Das Geld ist dann in Umlauf, es liegt irgendwo oder zirkuliert, und die entsprechenden Staatspapiere sind beim Notenbanksystem.
Und das ist in der Summe über die Existenz des Euro bis jetzt eben ein Bestand von 4.000 Milliarden Euro mit entsprechender Erhöhung der Geldmenge. Wobei 4,9, ich wiederhole es, der Geldüberhang über das ist, was im Sommer 2008 sich schon einmal als ausreichend erwiesen hat. Und das ist eigentlich das Problem. Denn wenn man jetzt eine Inflation bremsen wollte, die anderswo herkommt, ja, dann müsste man dieses Geld wieder einsammeln, aber dann müsste man vor allem die Staatspapiere wieder verkaufen. Aber der Verkauf ist schwierig, weil die Zinsen für neu emittierte Staatspapiere dann hochgehen. Die Kurse gehen runter, die Zinsen, Effektivzinsen auch für neue Papiere gehen hoch. Die Staaten hätten höhere Zinslasten und die wollen sie halt nicht tragen. Ich hatte letztes Jahr genau diese Folie hier schon gezeigt. Die Ex-Gouverneure, die hier genannt sind, also wirklich Spitzengouverneure des Eurosystems wie Ottmar Issing oder Noud Welling oder Jacques de La Rosière und andere oder Jürgen Stark, der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, die haben gesagt, also sie glauben gar nicht, dass das eigentlich noch richtige Geldpolitik ist, was hier gemacht wird, sondern dahinter steht die Intention, die hochverschuldeten Regierungen vor einem Zinsanstieg zu schützen. Nicht? Das sei der Grund dafür, dass so viel Geld in Umlauf kam und so viele Staatspapiere gekauft wurden. Es ist letztlich eine Finanzierung der Staaten aus der Druckerpresse. Zwar nicht so direkt, weil das verboten ist. Die Staaten haben ihre Papiere am Markt verkauft, an die Banken. Die Banken haben sie im zweiten Schritt an das Notenbanksystem verkauft. Die Banken haben aber nicht alles verkauft. Sie haben natürlich noch viele ähnliche Papiere, Staatspapiere und auch andere Papiere in Ihrem Portfolio. Und wenn die EZB jetzt diese ganzen Papiere zurückverkaufen würde, um das Geld einzusammeln aus der Wirtschaft und es dann wieder zu verbrennen, nicht? Dann ist es weg. Wenn sie das versuchen würde, dann würde eben bei all diesen Papieren ein Kursverfall einsetzen. Und der Kursverfall bedeutet, dass die Banken rechnerisches Eigenkapital verlieren. Sie müssen das über kurz oder lang verbuchen. Und da Banken nur eine ganz kleine Eigenkapitaldecke haben, ist dann die Gefahr, dass viele Banken in die Überschuldung kommen. Und diese Gefahr ist insbesondere deswegen groß, weil in der Anfangsphase, als man mit diesen Staatspapierkäufen begann, vor allem ab 2015 im Zuge des QE-Programms, die Kurse halt hochgetrieben wurden. Das war ein Bonanza für die Banken. Sie hatten Wertzuwächse, die sie verbuchen konnten in ihren Bilanzen und sie konnten diese Wertzuwächse schließlich ausschütten. Wie kann man also bloße imaginäre Wertzuwächse ausschütten? Nun, man verschuldet sich drauf, kriegt so das Geld und das Schuldengeld schüttet man als Dividenden aus. Und scheinbar sind die Bilanzen dann ganz in Ordnung, weil ja immer noch genug Eigenkapital da ist, aber das Eigenkapital besteht im Wesentlichen aus Luftblasen. Und wenn man jetzt einen Rückwärtsgang macht und die Kurse gehen wieder auf Normalniveau runter, dann stellt man fest, oh, es fehlt jetzt echt an Substanz und man sieht, dass dann leere Hüllen häufig von einst funktionierenden Banken übrig geblieben sind. Und diese beiden Schwierigkeiten, dass die Staaten also keine höheren Zinsen wollen und dass es Probleme am Finanzmarkt gäbe, würde man den Rückwärtsgang einlegen oder bremsen durch Rückverkauf der Staatspapiere, erklären, warum das nicht passieren wird. Warum also die Europäische Zentralbank eine Politik der Bremsung durch höhere Zinsen nicht realisieren wird. Man kann letztlich nicht einfach so die Zinsen hochsetzen. Man muss auch die Papiere zurückverkaufen, weil sie ja den Löwenanteil dieser Überschusskasse, die da akkumuliert worden oder emittiert worden ist, ausmachen. Das ist so ein bisschen etwas, was an den großen Gründerkrach erinnert. Der von 1873 ausgehend von Wien. Ja. Man hatte
Kapitalgesellschaften eingeführt mit beschränkter Haftung. Die Preußen hatten das eingeführt, die anderen auch. Kapitalgesellschaften heißt, man kann also allerlei Geschäfte machen, die riskant sind. Wenn es gut geht, schüttet man die Gewinne aus als Dividenden. Und wenn es schlecht geht, ne, dann geht man halt pleite. Aber das persönliche Vermögen ist ja nicht betroffen, weil mit beschränkter Haftung hier agiert wird. Und so war es gewesen, dass sich also durch den Tausch von Aktiva zwischen den Banken und zwischen den Unternehmen der Wirtschaft immer höhere Werte ergaben, die dann zu Buchgewinnen führten, die ausgeschüttet wurden als Dividenden. Und dann im Crash stellte sich heraus, dass nichts mehr da war. Dann sind also sehr viele pleite gegangen. Wir hatten damals die sogenannte Mark-to-Market-Bewertung. Das heißt, die Werte, die Vermögensobjekte in den Bilanzen auf dem Markt hatten, konnten bilanziert werden, obwohl diese Vermögensobjekte selber gar nicht verkauft wurden. Und das führte zu diesem schönen Bonanza-Effekt, von dem ich sprach. Und das erzeugte dann die Möglichkeit, da was auszuschütten, was im Grunde Luftnummern waren, aber was die Banken dann halt hat erodieren lassen. Der deutsche Staat hat darauf reagiert, indem er 1884 das sogenannte Niederstwertprinzip der Bilanzierung eingeführt hat. Also man darf diese Luftgewinne bei den Aktiva, die man hat, gar nicht verbuchen, sondern man muss also den niedrigsten Wert, der möglich ist, entweder den Marktkurs oder den Ankaufskurs bilanzieren. Und da ist dann nichts, was man rechnerisch ausschütten kann. Das hat also sehr lange zu einer Stabilität des deutschen Unternehmens- und Bankenwesens geführt. Aber in neuerer Zeit haben wir wieder dieses Mark-to-Market-System, wo man also die Marktwerte, die imaginären, bloß in seine Bilanz reinschreiben kann. Im Zuge der Übernahme des US-amerikanischen Bilanzierungssystems IFRS. Und wir sind genau wieder in der Situation, die damals einen potenziellen Gründerkrach oder den Gründerkrach hervorgerufen hat. Und kein Mensch will es wagen, heute nochmal sowas zu machen. Ich kann das auch nicht empfehlen. Das wäre ja schlimm. Nur das zeigt, was die Natur des Problems ist, weshalb die Inflationsbremse zerstört ist. Es ist so wunderschön, wenn man anfängt, die Staatspapiere zu kaufen, dann gehen die Werte alle in den Himmel, alle jubeln, weil sie scheinbar reicher werden, alle Portfoliobesitzer applaudieren ihren Investmentmanagern, dass sie da was geschaffen haben. Aber in Wahrheit sind es Luftnummern, die entstehen durch die Flucht aus festverzinslichen Papieren in Aktien, in Immobilien, aber auch in langfristige Papiere, die früher noch zu höheren Zinsen ausgegeben worden waren. Und das ist so wunderschön, wenn man anfängt, aber es ist eine Droge und man kann ja nicht mehr zurück. Man ist da gefangen in dem System, die Inflationsbremse ist zerstört. Nun reden ja viele darüber, dass man trotzdem versuchen muss zu bremsen. Die Amerikaner haben es jetzt angefangen mit dem sogenannten Tapering, das heißt, die Neukäufe von Wertpapieren seitens der Fed haben abgenommen. Das ist ein erstes Zeichen für eine Zinswende. Die Amerikaner sind da auch wahrscheinlich brutaler und radikaler, als die Europäer es wagen werden. Aber vielleicht wagen es die Europäer auch. Das werden wir in Kürze erfahren nach der Sitzung des EZB-Rates. Einige meinen, dass man ja tatsächlich die Zinsen einfach so erhöhen könnte, ohne die Staatspapiere zu verkaufen. Ich wiederhole, das geht ja gar nicht, weil 4,9 Billionen Euro von dem Geldüberhang, also weil der Geldüberhang 4,9 Billionen ist und davon wiederum 4 Billionen Staatspapiere. Das heißt, wenn man zurück will, kann man ja nur einen Teil auf diese Weise lösen. Was vielleicht ginge technisch ist, dass die EZB das überschüssige Geld einsammelt, indem sie selbst Kredite aufnimmt im Bankensystem. Ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, sie vergibt Kredite an das Bankensystem mit frisch gedrucktem Geld. Aber sie könnte jetzt theoretisch das Gegenteil machen und einfach hohe Zinsen für Einlagen bei der Einlagenfazilität, so heißt das Ding, oder auch bei den Termindepositen einführen, dann würde Geld aus der Wirtschaft rausgezogen. Aber das ist rechtlich schwierig.
Denn das Deutsche Verfassungsgericht hat in einem Urteil zum OMT-Programm, diesem Garantieprogramm der EZB, dem Whatever It Takes von Mario Draghi seinerzeit, festgestellt, dass die Zentralbank, die Bundesbank hier insbesondere, Papiere nie bis zur Endfälligkeit halten darf, dass das also allenfalls im Ausnahmefall zufällig mal passiert. Und wenn das so ist, dann heißt es, die Bundesbank dürfte jetzt doch nicht selbst einen Kredit aufnehmen bei den Banken zu dann höheren Zinsen, während sie selbst noch niedrig verzinsliche Staatspapiere hält. Dann ist sie doch sicher gezwungen, zunächst einmal die Staatspapiere zu verkaufen und erst im nächsten Schritt vielleicht, wenn das nicht reichen sollte, aber es würde ja reichen, einen Kredit aufzunehmen. Also diese Reihenfolge, die sich da manche vorstellen, die wird rechtlich gar nicht gehen. Gut, das ist ein Thema, das also die Fachleute diskutieren. Aber wenn es gemacht wird, und vielleicht wird man es so machen, dann ist es ja gleichbedeutend mit der Vergemeinschaftung der Staatspapiere im Portfolio des Notenbankensystems. Dann liegen all diese Staatspapiere, 4.000 Milliarden Euro, beim Notenbankensystem. Und gleichzeitig gibt das Notenbankensystem eigene Schuldtitel aus. Das könnten sie ja sogar verbriefen, dann könnte man die ja sogar handeln. Aber wenn das Notenbanksystem sich verschuldet bei den Banken, ist das so eine Sozialisierung der Staatspapiere, die eigentlich nach dem Maastrichter Vertrag ja nun wirklich strikt verboten ist. Also ich schließe daraus, wenn es darauf ankäme, zu bremsen, würde sich die EZB faktisch und rechtlich sehr, sehr schwer tun, die Bremse zu betätigen. Wir fahren ein Auto ohne Bremse. Das ist so lange okay, wie alles in der Ebene passiert, aber wehe, es kommt ein Abhang, wo man also die Bremse betätigen müsste, dann wird es doch schwierig. Und ich glaube, der Abhang kann kommen. Denn es gibt verschiedene Anstoßeffekte für eine Inflation. Ich darf noch mal die Grundtatbestände für das Inflationsgeschehen hier resümieren, die wichtig sind, damit man das auseinanderhält. Erstens, die Geldpolitik ist nicht ursächlich für eine Inflation, denn das Geld wandert in die Liquiditätsfalle, wenn die Zinsen am Anschlag sind. Nur die Bremsung ist erschwert. Ja, also wenn die Bremse kaputt ist, heißt das nicht, dass das Auto schneller fährt oder an Baum fährt. Diesen Wirkungszusammenhang gibt es so ohne weiteres nicht. Für die alten Theoretiker haben das so ein bisschen vermutet. Übrigens auch Kopernikus, gilt ja als Begründer der Quantitätstheorie des Geldes. Aber das stimmt nicht, das wissen wir seit Keynes, da gibt es diese Liquiditätsfall. Wie gesagt, die alte Vorlesung bitte nochmal anschauen, wenn Sie genaueres dazu wissen wollen. Ausgelöst wird eine Inflation durch ganz andere Effekte. Wenn nämlich ein Überhang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage über das Güterangebot stattfindet, dann erhöhen die Unternehmen die Preise. Und man müsste danach suchen, was jetzt solche Effekte sind, dass es einen Nachfrageüberhang oder ein defizitäres Angebot gibt. Das wären Anstoßeffekte für die Inflation, die EZB, die das ja nicht verursacht hat, dann aber doch zwingen würde, die Zügel anzuziehen. Und wie gesagt, die sind zu lang, das geht gar nicht. Und das Nächste, was man sich klar machen muss, ist, wenn es dann so eine Anstoßinflation gegeben hat, dann gibt es vielleicht Selbstverstärkungseffekte einer Inflation, sodass man die Sache dann nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Darüber will ich jetzt reden, über diese, den Punkt 2 und den Punkt 3 im Rest meines Vortrages. Also was sind dann mögliche Anstoßeffekte für eine Inflation? Zunächst einmal ist es die Flucht in das Betongold, die wir jetzt gesehen haben. Das hat natürlich doch auch mit den niedrigen Zinsen zu tun, hat aber auch mit der Krise in Südeuropa zu tun, mit der Unsicherheit in der Welt. Die Anleger wussten nicht mehr, wohin mit dem Geld und haben dann Immobilien gekauft. Hier sehen Sie, wie in Deutschland seit dem Jahr 2008, da ist also diese Lehman-Krise als Punkt eingezeichnet,
die Immobilien in den Landkreisen am Lande gestiegen sind. Bei den Mittelstädten sind sie noch etwas stärker gestiegen. Das ist eine Statistik der Deutschen Bundesbank. Und in den Großstädten sind sie sogar um 136% in 13 Jahren gestiegen. Das ist bereits eine massive Inflation, die hier da war. Sie zählt aber nicht zur Konsumgüterinflation, weil es ja keine Konsumgüter sind, sondern es sind Bestandspreise. Kann man jetzt noch länger drüber resonieren, will ich nicht tun. Aber dieser Effekt, der schon stattgefunden hat, der hat natürlich jetzt bedeutet, dass die Kurse, die Preise der Immobilien anstiegen, der Bestandsimmobilien, und die Folge ist, dass sehr viel Neubautätigkeit zustande kam. Statt eine teure Bestandsimmobilie zu kaufen, hat sich mancher Bauherr gesagt, dann baue ich lieber selber. Die Nachfrage nach Bauland stieg und die Nachfrage nach Bauleistungen auf diesem Land stiegen, und dadurch kam die Bauindustrie in einen gewaltigen Wirtschaftsboom rein. Der fing ungefähr 2010 so richtig an und hat sogar an Dynamik gewonnen in den letzten Jahren. Und sie hat dann eben, und das hat bedeutet, dass Produktionsfaktoren, Arbeitskräfte, Material anderen Sektoren der Wirtschaft entzogen wurden und dass es von daher bei den Vorprodukten Preissteigerungen gab. Und diese Preissteigerungen sind ein möglicher Kanal für Preissteigerungen in ganz anderen Sektoren als dem Bau. Nicht? Die Absorption der Produktionsfaktoren, ob das Materialien sind oder eben auch Arbeitskräfte, die Arbeitskräfte sind aus ökonomischer Sicht der wichtigste Produktionsfaktor, aus dem Rest der Wirtschaft, treibt die Preise dieser Faktoren hoch, auch Löhne sind Preise, und erhöht dadurch den Kostendruck anderswo. Das ist vielleicht noch nicht so stark, aber das ist ein Teilelement dessen, was wir im Auge haben sollten. Der nächste Anstoßeffekt resultiert daraus, dass die Staaten sich in den letzten Jahren sehr günstig finanziert haben durch die Emission von Staatspapieren, weil die Notenbanken ja die Zinsen niedrig gehalten haben. Und da kommt jetzt ein ursächlicher Zusammenhang. Es ist also nicht so, dass die Erhöhung der Geldmenge für sich genommen eine Inflation macht. Aber wenn die Staaten speziell Staatspapiere kaufen und dadurch die Emissionsbedingungen für neue Papiere verbessern und die Zinsen senken, zu denen diese Papiere emittiert werden können, dann haben die Staaten auch richtige Lust, sich neu zu verschulden. Insbesondere, wenn die Erwartung damit verbunden ist, dass diese Politik langfristig beibehalten wird. Dann sagt man, naja, also wir haben heute eine Null- und Negativzinswelt und Null, warum soll man sich nicht verschulden? Nicht? Und alle in Europa handeln derzeit so, überall geht man in die Vollen und dann kommt noch die Pandemie, dann hat man ja auch eine Rechtfertigung, sich zu verschulden, aber es fing ja schon 2015 so richtig an mit dieser Staatsverschuldung. Und Staatsverschuldung bedeutet Dampf im System. Das heißt, der Staat entzieht dem privaten Sektor keine Steuern, um das Geld zu verausgaben, sondern er nimmt eigentlich scheinbar niemandem was weg und gibt nur Geld aus. Sozialleistungen finanziert, er kauft Autobahnen, also Dienstleistungen im Bausektor. Und das alles treibt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage hoch. Das ist also sicherlich ein zweiter Anstoßeffekt für die Inflation. Ich sage mal die konkreten Zahlen. Der seit 2008 realisierte Zuwachs aller Staatsschulden der Euro-Länder betrug 4,6 Billionen Euro. Also in all den Krisenjahren, kommen ja von einer Krise zur nächsten seit 2008, 4,6 Billionen Euro. Und von diesen 4,6 Billionen Euro sind die Staatspapierkäufe, die dann stattfanden, die ich schon erwähnt habe, 75%. Das heißt also, drei Viertel der Defizite, der ökonomischen Defizite der Staaten im Eurosystem sind finanziert worden mit der Druckerpresse. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Eurostat trickst da so ein bisschen rum. Es gibt manche quasi Staatsschulden von Fonds, die außerhalb des Budgets laufen, deren Niveau zählt als Schulden, aber ihr Zuwachs zählt nicht als Defizit. Und dann hat man die Schuldengrenzen doch noch manchmal eingehalten. Aber die ökonomischen Defizite sind natürlich Zuwächse von Staatsschulden. Und wenn man diese Zuwächse akkumuliert in all den Krisenjahren und
das gleich 100 Sätze, sind 75 Einheiten davon durch die Druckerpresse des Eurosystems finanziert worden. Und das ist zusätzlicher Dampf, Nachfrage, keynesianischer Nachfragedampf, der in das System reingegeben wurde und der tendenziell auch inflationär sein kann. Er ist so lange nicht inflationär, wie die Firmen gerne bereit sind, mehr zu produzieren, wenn mehr Nachfrage da ist. Aber wenn die Firmen das nicht können oder nicht wollen, dann entlädt sich das in einer Inflation. Und ich glaube, da sind wir schon sehr nah dran an der aktuellen Situation heute. Man benutzt ja manchmal in dem Zusammenhang auch das Wort Helikoptergeld. Also einige schwärmen ja davon, dass die Notenbank einfach mal ordentlich Geld druckt, die Hubschrauber belädt und dann fliegen die übers Land und lassen das Geld so in Säcken runterfallen. Dann sind alle Leute reicher und sie kaufen und die Wirtschaft blüht und alles wunderschön. Ja, das hat man bislang immer nur so als märchenhafte Metapher in der ökonomischen Theorie benutzt. Aber niemand hat das wirklich ernst genommen. Nur, was hier abgelaufen ist in den letzten Jahren, ist im Wesentlichen das. Die Staaten emittieren Staatspapiere und postwenden und verkaufen eben an die Banken und postwenden verkaufen die Banken wieder an die Druckerpressen des Eurosystems. Und die Staaten schaffen Einkommen bei denen, die das Geld bekommen, das sie da ausgeben, sei es Transferempfänger, Sozialhilfeempfänger oder sonst was, seien es also die Bauarbeiter, die da finanziert werden. Und man kann insofern sagen, dass also Ersatzeinkommen in der Zeit der Krise aus den Druckerpressen des Eurosystems geschaffen wurde. Wir haben nicht mehr so richtig gearbeitet, es gab Kurzarbeit, Firmen mussten zumachen, weil ja der Lockdown war. Trotzdem floss da ein gewisses Einkommen vom Staat und das war frisch gedrucktes Geld, was über die Banken zu den Staaten gelangte und dann von den Staaten verausgabt wurde an die entsprechenden Bürger und Firmen, die das bekamen. Das schien ganz gut zu sein, aber irgendwie kann es nicht richtig funktionieren, denn in der Zeit wurde ja nicht produziert. Und das wirkliche Problem ist, dass die Staaten eben wegen dieser günstigen Bedingungen, sich zu finanzieren, dann ganz ordentlich zugelangt haben. Eine Schuldenlawine wurde ausgelöst durch diese Politik der Europäischen Zentralbank. Hier sehen Sie die Überschreitungen der 3%-Grenze des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, der 96 vereinbart war, in den Jahren von 99 bis 2000, vorher natürlich noch waren es keine Überschreitungen. Und wir sehen, dass wir insgesamt 195 Überschreitungen hatten. Davon waren nach den ursprünglichen Formulierungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 75 erlaubt und der Rest war eigentlich verboten. 120 verbotene Überschreitungen bei all den Staaten. Auch Deutschland ist dabei. Zur Zeit der Regierung Schröder hat man also hier tatsächlich die Grenzen überschritten. Also erlaubt ist es dann, wenn man hinreichend stark in der Rezession ist, dann darf man sich verschulden. Aber wenn die Rezession nicht stark genug ist, darf man sich halt nicht verschulden. Und dann müsste die EU-Kommission eigentlich Strafen verhängen. Sie hat aber noch keine einzige Strafe verhängt. Wir haben also ein Rechtssystem, was die exzessive Verschuldung der Staaten verhindern soll über diese Defizitschranke von 3%. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Politik der Europäischen Zentralbank, die das Verschulden nun sehr attraktiv macht mit den niedrigen Zinsen. Was ist stärker, die rechtliche Schranke oder der Anreiz? Naja, es ist tatsächlich der Anreiz. Und das sehen wir in diesem Diagramm. Hier wird die Entwicklung der Schuldenquoten der Länder des Eurosystems gezeigt. Die gelbe Linie ist die Maastricht-Grenze. Mehr als 60% Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung sind ja verboten, immer noch. Und Sie sehen, dass so ein Land wie Holland, die Niederlande sich halt dran halten. Die sind also im Wesentlichen darunter geblieben. Es gibt noch ein paar andere, aber viele sind drüber gekommen. Auch Deutschland übrigens, indem wir 2010 ja diese Bankenrettungsprogramme hatten,
Das waren immerhin 8% des Sozialproduktes, was das an Schulden für den deutschen Staat bedeutete. Die staatlichen Landesbanken waren ja in Schwierigkeiten gekommen, weil sie eine viel zu riskante Kreditvergabe praktiziert hatten und mussten dann also mit staatlichem Geld gerettet werden. Der Staat hat aber kein Geld, hat sich verschuldet und hat ihn dann insofern mit durch das Verschenken also von Staatspapieren das Überleben gerettet. Gut, das rechts ist übrigens eine Prognose bis 2023. Ob die realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Also echte harte Zahlen sind jeweils der durchgezogene Teil dieser Kurven bis 2020. Die anderen Zahlen, auch die Zahlen für 2021, kennen wir ja noch nicht. Hier ist Österreich. Hier ist die Eurozone im Durchschnitt. Wir sind heute genau bei 100% Schuldenquote bei allen Euro-Ländern zusammengenommen. Also Schulden geteilt durch das Sozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt genauer, der Euro-Länder. Und 60 sind ja nur in jedem Einzelfall erlaubt. Wir müssten ja im Durchschnitt deutlich unter 60 sein, weil ja kein einzelnes Land über 60 gehen darf. Aber wir sind heute schon im Durchschnitt über 100. Und ja, die Prognose ist, dass das jetzt auf 97 runtergeht. Die Prognosen sind immer günstig. Die Realität ist häufig eine andere. Frankreich liegt hier schon bei 113%. Spanien wird in der Prognose, das sind offizielle Eurostat-Prognosen, gegen 117% gehen. Portugal 123%, das Doppelte dessen, was erlaubt ist. Italien auf 151%, jetzt sind sie schon fast bei 160. Griechenland gegen 192%. Und würde man noch dazu rechnen, die Schulden, die Griechenland im Jahre 2012 erlassen wurden, nämlich für 105 Milliarden Euro hat man ihnen ja Schulden gestrichen zu Lasten der privaten Gläubiger des Landes, dann wäre die Staatsschuldenquote in Griechenland heute schon weit über 250%. Und in der Prognose würde dieser Wert dann vielleicht knapp unter 250 gehen. Sie sehen also, die Schulden haben überall enorm zugenommen. Trotz des Verbots, obwohl 60% eine harte Grenze ist, die rechtlich gilt, wie Paul Kirchhoff vor kurzem in seinem wichtigen Buch nochmal betont hat, nicht? Und trotz des Stabilitäts- und Wachstumspaktes von 96, 97, wo das ja alles verboten ist. Verbote spielten keine Rolle. Der Anreiz der niedrigen Zinsen war viel größer als die Verbote, als die Angst vor den Verboten. Es kommt hinzu, dass nicht alle Staatsschulden überhaupt nationale Staatsschulden sind. Neuerdings haben wir ja auch die EU als Institution, die sich verschulden darf, was eigentlich überhaupt nicht vorgesehen war im Maastrichter Vertrag, was auch rechtlich wackelig ist. Aber dadurch, dass alle Länder einstimmig dieser Verschuldung zugestimmt haben, ist das ja durchgegangen. Da ist der Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro zu nennen, der im Zuge der Pandemie hier aufgelegt wurde. Das sind Mittel, die verteilt wurden an die europäischen Länder. Nach welchen Kriterien ist nicht ganz klar. Clemens Fuß hat da ja eine Studie gemacht, wo man sieht, dass eigentlich eher das eine Umverteilung von den Ländern mit hohem zu kleinem Sozialprodukt als irgendwas sonst ist. Also jedenfalls nichts zu tun hat mit der Pandemie. Wer stärker von der Pandemie betroffen war, kriegte nicht deswegen mehr Geld oder so. Das war nicht, aber das Geld wurde verteilt. Und wie hat der Fonds das Geld bekommen? Er hat eigene Papiere aufgelegt, die ausgegeben wurden, verkauft wurden an die Banken. Und die Banken haben eben auch diese Papiere an das Notenbanksystem verkauft, beziehungsweise werden es auch zum Teil noch tun, denn das Programm ist ja noch am Laufen und es läuft bis 2023. Dann haben wir den Solidaritätspakt, wo auch für 540 Milliarden Euro Schulden gemacht werden dürfen von der EU. Auch das ist noch nicht ausgenutzt, ist noch nicht Realität, aber rechtlich erlaubt. Dieser Rahmen ist bereits beschlossen. Und dann ist da noch das Soforthilfeinstrument und so weiter. In der Summe sind es immerhin knapp 1,3 Billionen Euro, die als mögliche Verschuldung der EU erlaubt wurde durch die Beschlüsse in der Corona-Pandemie, die die europäischen Länder hier getroffen haben.
Und das sind ja auch Staatsschulden. Ich meine, hinter der EU stehen die Einzelstaaten. Man muss das ja irgendwie zurechnen. Das wird aber nicht getan in den Schuldenquoten. Das ist nicht wenig. Also diese Summe ist knapp 10% des BIP eines Jahres der EU-Länder. Und wenn wir mal unterstellen, dass diese Schulden auch anteilig zur Größe des Bruttoinlandsproduktes den einzelnen Ländern irgendwie zugerechnet werden könnten, ja, das stimmt natürlich auch nicht genau, aber so als grober Anhaltspunkt, dann würden sich diese Prognosen hier ändern. Die Schuldenquoten, die am rechten Rand hier runtergehen, die würden dann anders aussehen. Ich habe das jetzt mal grau hier gezeichnet, das, was also nicht mehr so richtig relevant ist, wenn man die EU-Schulden dazu rechnet und man sieht, alle Zahlen würden sich erhöhen. Und auch im Durchschnitt der Eurozone käme man nicht auf 97 runter von den jetzigen 100%, sondern auf 105% hoch. Und so weiter, nicht? Das ist also der wahre Grund dafür, warum im vorigen Diagramm es so ganz günstig aussah am aktuellen Rand. Die EU ist bekannt dafür, die Prognosen sind immer glorreich, die Realität ist eine andere. Und hier hat man jetzt eine große Versteckaktion gemacht, wo man Schulden ausgelagert hat aus den nationalen Budgets hin zur EU. Die ganzen Schuldengrenzen, die da mal beschlossen wurden, gelten nicht mehr. Und jetzt sehen die Länder Europas ihr Heil in der EU-Verschuldung. Aber das ist genauso eine Verschuldung wie die andere auch, ökonomisch mit den gleichen Effekten. Und vor allem entsteht dadurch auch Schuldendampf, Nachfrage nach Leistungen des Sozialproduktes, die zum einen positiv sein könnten, wenn die Firmen also jetzt mehr produzieren, zum anderen, wenn sie es aber nicht können und wollen, sich auch inflationär entladen kann. Der dritte Anstoßeffekt für eine Inflation besteht in Lockdowns, die jetzt von der Politik verhängt wurden, um das Pandemiegeschehen irgendwie im Griff zu behalten, und in Quarantänemaßnahmen. Und zwar nicht nur in Deutschland, in Europa, überall auf der Welt ist ja das Problem zugange. Und ich sage Ihnen, die Pandemie ist überhaupt noch nicht zu Ende. Wir haben die nächste Welle, aber weltweit grassiert natürlich sie weiter, weil nicht alle Länder den guten Impfstoff haben oder überhaupt genug Impfstoff haben, insbesondere die Schwellen- und Entwicklungsländer, die sind doch stärker betroffen. Und viele Vorprodukte, die wir Europäer beziehen in unseren Firmen, kommen aus solchen Ländern. Und das hat dann Rückwirkungen. Hier sehen Sie die Weltindustrieproduktion seit 2015. Sie sehen links im Bild ein steiler Anstieg, ja, das ging immer hoch. Dann kommt die Corona-Krise, ein Absturz hier was weiß ich, 13%. Und dann ging es aber auch wieder hoch, insbesondere weil China doch schnell wieder auf Trab kam. Nur, was mich besorgt, ist, dass hier seit Januar 2021 eine seitwärts, wenn nicht eine leichte Bewegung nach unten im Trend erkennbar ist. Und das ist die Spätfolge der Epidemie. Die Epidemie grassiert noch immer in verschiedenen Teilen der Welt und führt dazu, dass man einfach nicht produzieren kann. Die Leute wollen nicht sich anstecken und die Regierungen verbieten natürlich, dass man zusammenkommt. Firmen werden geschlossen und ein ganz großes Problem ist, dass auch Häfen geschlossen werden. Selbst wenn also in China Waren erzeugt worden sind, ist noch lange nicht klar, dass sie auch nach Europa dann geliefert werden können, weil die Schiffe müssten beladen werden und die Häfen sind zum Teil blockiert durch Quarantänemaßnahmen. Und diese Lieferengpässe beziehen sich auf vielerlei Materialien. Stahl ist sehr knapp und teuer geworden. Selbst Holz ist teuer geworden. Chips, nicht diese Minicomputer, die in der Waschmaschine genauso stecken wie im Auto und in allen elektronischen Geräten, die sind kaum noch da. Man muss also sehr, sehr lange warten, bis so etwas geliefert wird. Also die Firmen könnten heute mehr Autos verkaufen, wenn sie wollten, aber sie haben die Chips nicht und daran hapert es. Ich habe also von Herstellern gehört, die die Waschmaschinen aufkaufen, die die Chips ausbauen, damit sie dann entsprechend andere Geräte verkaufen können, wo es nur an den fehlenden Chips lag, dass sie nicht ausgeliefert werden konnten. Absurd.
Magnesium fehlt, Aluminium fehlt. Häufig besteht Aluminium aus einer Legierung mit Magnesium. Wenn Sie Motorblöcke haben oder sowas, sind immer Mischungen, kommt aus China und China liefert nicht. Und das ist der Grund. Das ist ein Bild vom größten Seehafen der Welt, Yantian in Shenzhen. Und da stapeln sich nur die Container. Die werden nicht ausgeliefert. Und der Grund ist die Quarantäne. Wenn da also irgendwie Verdacht besteht, dass da ein Schiff eine Mannschaft hat, die infiziert ist, dann dürfen die ja gar nicht anlanden. Das war bei den Häfen ja schon immer so. Seit dem Mittelalter kennt man das, dass also ein ankommendes Frachtschiff zunächst einmal 14 Tage in Quarantäne gehen muss, bevor es die Ladung löschen darf. Das ist selbstverständlich. Und davon machen die Hafenbehörden in China heute exzessiv Gebrauch. Es stauen sich also die Schiffe. Man sieht das hier nicht, weil das ist der Binnenhafen. Die sind außerhalb auf See und müssen warten, um überhaupt reingelassen zu werden. Und dann stauen sich umgekehrt natürlich die Container, die in China im Inneren beliefert wurden, dem Hafen zugelagert wurden und sie können nicht abgefertigt werden. Die Schiffe sind blockiert in den Häfen. Sie können auch anderweitige Ziele in der Welt nicht erreichen und auch Länder, die gar nicht betroffen sind, können untereinander nicht mehr richtig Handel treiben. Das ist ein riesengroßes Problem. Und wie groß das Problem ist, sieht man an diesem Indikator. Das ist der Indikator für die Frachtraten für Containerschiffe, normalisiert für so einen eine Standardreise. Und Sie sehen, das ist doch ziemlich hochgegangen hier seit 2019, also dem Jahr vor der Pandemie. Wenn wir von August 2019 bis zum August 2021 rechnen, dann sehen Sie, haben sich die Frachtraten gerade verachtfacht. Verachtfacht. Und das ist ein Kennzeichen dieses enormen Materialmangels, der die gesamte Weltwirtschaft derzeit trifft, insbesondere auch die deutschen Firmen, die ja durch den Bezug von billigen Vorleistungen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten haben. Ich habe früher mal ein Buch Bazarökonomie geschrieben dazu, um dieses Phänomen zu beschreiben, dass eben man sich hier auf die Endstufen der Produktion konzentriert, kauft billige Vorprodukte ein, dadurch wird die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, dadurch bleiben Arbeitskräfte in Deutschland erhalten und so weiter. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass man jetzt nicht liefern kann. Der Materialmangel zeigt sich überall. Das IFO-Institut hat ja monatlich seine Umfragen bei 10.000 Unternehmen. Da sind eben aus den verschiedenen Branchen Unternehmen auch dabei und fragt unter anderem, also fragt nicht nur, wie die Wirtschaftslage sich insgesamt bei Ihnen entwickelt, sondern auch nach dem Materialmangel schon lange. Und Sie sehen im Tiefbau seit 1991 am linken Bildrand nach der Vereinigung, da hatten wir so gewisse Verknappungstendenzen, dass Firmen geklagt haben, dass sie das viele Material, das sie brauchten, um die Straßen in Ostdeutschland zu bauen, nicht bekamen. Aber da hat sich am aktuellen Rand rechts im Bild Gewaltiges getan. Die 40% der Firmen klagen über Materialmangel. So etwas hat man vorher nicht einmal ansatzweise gesehen. Und im Hochbau sogar 50%. Wer heute baut, weiß ein Lied davon zu sagen. Überall steigen die Preise. Man muss froh sein, wenn man überhaupt das Material kriegt. Man muss ausweichen auf Ersatzmaterialien. Ist also eine vollkommen verquere Situation. Und insgesamt im verarbeitenden Gewerbe, nach den Erhebungen des IFO-Instituts, sind es 74% der Firmen, die heute über Materialmangel klagen. Es gab vorher auch so Spitzen, darauf hat Clemens Fuß in früheren Vorträgen auch hingewiesen. Und Sie sehen aber, dass die aktuelle Situation am rechten Rand völlig außergewöhnlich ist. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und wenn da über Mangel geklagt wird und die Nachfrage ist gleichzeitig da, durch die großen staatlichen Verschuldungsprogramme zum Beispiel, ja, dann beißt sich das. Dann führt dieser Nachfrageüberhang zu steigenden Preisen.
in der Wachstumsprognose für die verschiedenen Teile der Welt, hier die Gesamtwelt, EU, sieht man, dass das Schlimmste bei der Corona-Krise überwunden scheint. Letztes Jahr hatten wir überall einen Einbruch, jetzt geht es wieder hoch, so auch in Deutschland. Aber der Zuwachs in Deutschland, den das IFO-Institut prognostiziert, ist mit 2,5% um einen guten Prozentpunkt kleiner, als das schon einmal prognostiziert worden war. Und das liegt daran, wie IFO berichtet in seinen Publikationen, dass eben 40 Milliarden Euro Verlust durch bloße Lieferengpässe passieren. 40 Milliarden Euro weniger Sozialprodukt, als es sonst möglich gewesen wäre ohne diese Lieferengpässe. Ökonomen kennen das Phänomen. Wir haben das schon ewig und drei Tage empirisch und auch durch Modelle erfasst. Das ist das Phänomen der Stagflation. Nicht? Stagnation und Inflation zusammen, also nicht, dass die Wirtschaft total, dass es überhaupt kein Wachstum mehr gibt, das heißt das nicht, sondern das heißt technisch nur, dass es einen Nachfrageüberhang gibt über das Angebot der Firmen, welcher nicht befriedigt wird und dann zu steigenden Preisen führt. Also diese Kombination aus angebotsseitiger Verknappung, dass sie einfach nicht liefern können, mit der hohen Nachfrage, das nennt man Stagflation. So etwas Ähnliches gab es schon in den 70er Jahren, dazu komme ich noch. Ja, kommt die Inflation, ist der Titel meines Vortrages, und ich sagte schon, das ist eigentlich eine müßige Frage, denn sie ist ja schon da. Wie viel ist da? Am aktuellen Rand, rechts im Bild, Sie müssen immer rechts an den Rand schauen, weil das heute ist, oder nicht heute, aber kürzlich, als man die frischesten Daten gerade hatte, liegen wir bei 4,9% Inflation. Also der Monat November 2021 verglichen mit dem Monat November im Vorjahr. Das ist ein Zuwachs von 4,9% im Euroraum. In Deutschland sind es schon 5,2%. Und um ein anderes wichtiges Land zu nehmen, in den USA sind es, wie gestern gerade gesagt wurde, 6,9% im November. Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Wenn Sie mal den nach links projizieren, dann finden Sie überhaupt keinen Wert, der so hoch ist wie dieser. Das Diagramm beginnt im Jahr 1990. Also praktisch in den letzten 30 Jahren hat es keine Inflation in den USA gegeben, die so heftig war, wie die, die derzeit gerade da ist. Und die Ursache ist auch in den USA eine starke Kreditfinanzierung des Staates, gekoppelt mit den Corona-bedingten Lockdown-Maßnahmen in den USA und weltweit, China insbesondere, mit der Quarantäne in den Häfen und so weiter, hat das auch da zu tun. Einige sagen ja, das war die deutsche Mehrwertsteuer, die jetzt uns hier die Inflation gemacht hat. Die wurde ja temporär gesenkt und dann auch wieder erhöht. Und weil sie erhöht wird, haben wir jetzt eine Sonderinflation. Das ist ein kleiner Effekt, den man ausrechnen kann mit 1% bis 1,5% in dieser Größenordnung. Das ist schon richtig, aber das macht den Kohl überhaupt nicht fett, denn auch die anderen europäischen Länder haben ja eine heftige Inflation, nicht nur Deutschland, und die hatten solche Mehrwertsteuererhöhungen in dieser Zeit nicht. Das sind hier die Euro-Länder in der Summe. Der weiße Balken ist Deutschland. Da steht übrigens 6,0 statt 5,2. Das hat damit zu tun, dass es zwei Messmethoden für die Konsumenteninflationsrate gibt. Das Statistische Bundesamt hat einen anderen Warenkorb als Eurostat. Der harmonisierte Warenkorb von Eurostat erzeugt automatisch für Deutschland schon 6% Inflation statt 5,2. Also das ist einfach so. Es gibt nicht die richtige Inflationsrate. Es hängt immer davon ab, wie man sie misst und wie man das definiert. Und hier ist einheitlich über alle Länder nach dem Eurostat-Warenkorb gemessen. Sie sehen, selbst Malta, das die niedrigste Inflationsrate hat, liegt schon über den berühmten 2%, von denen immer die Rede war. Und Litauen liegt bei 9,3%. Und die anderen Länder liegen dazwischen. Österreich bei 4,1% oder die Niederlande liegen bei 5,6% und so weiter. Selbst Frankreich hat 3,4%. Noch doller wird's, wenn man also auf
einen noch anderen Preisindex schaut, den Preisindex der gewerblichen Erzeugerpreise. Und zwar gibt es auch hier von Eurostat Daten und vom Statistischen Bundesamt wieder mit etwas anderen Warenkörben, sodass die Zahlen nicht genau gleich sind, aber im Zeitverlauf kann man das sehr schön interpretieren. Was sind gewerbliche Erzeugerpreise? Nun, bei dem Konsumgüterpreisindex nimmt man den Wert der fertigen Endprodukte, die an den Konsumenten gehen. Aber so ein Endprodukt wird ja über viele Produktionsstufen erzeugt. Überall entsteht Wertschöpfung. Jeder schlägt seins drauf, um auch Löhne bezahlen zu können und so weiter und Gewinne zu haben. Und letztlich gibt es da schon eine Inflation bei den Zwischenstufen der Produktion. Und diese Inflation bei den Zwischenstufen der Produktion wird durch die gewerblichen Erzeugerpreise erfasst. Das sind die Kurven für verschiedene Länder. Ich fange mal an mit einem Land, das nur eine kleine Inflation hat. Das ist die Schweiz am aktuellen Rand, 3,4%. Hier ist Frankreich mit 14,9%. Das Diagramm beginnt 1995, also vor der Einführung des Euro. Die Daten gehen nicht beliebig weit zurück. Also man kann, es wäre schön, man könnte immer alles von ab ovo zeigen, aber die Statistiken wurden ja auch erst im Laufe der Zeit eingerichtet und dann systematisch weiterverfolgt. Österreich 17%. Deutschland 17,5%. Frankreich, Finnland 19%, Italien 25%, Holland 28% und Spanien sage und schreibe 32% Inflation bei den gewerblichen Erzeugerpreisen. Sie sehen, wie außergewöhnlich die heutige Situation ist. Also die Frage, ob es Inflation geben wird, ist insofern müßig. Wir sind mitten in einer heftigen Inflation in Europa, mittendrin. Auch wenn die Inflation sich noch nicht völlig übertragen hat in die Endproduktpreise, ist es eine Frage der Zeit, bis die Endlieferanten, die die Konsumenten direkt bedienen, nicht mehr bereit sind, ihre Handelsspannen zu verringern, sondern die Vorproduktpreissteigerungen weiterreichen an die Endverbraucher. Und wenn wir jetzt mal die Zahlen des Statistischen Bundesamtes nehmen, wie gesagt, ein etwas anderer Warenkorb für die gewerblichen Erzeugerpreise, aber im Prinzip dieselbe Idee, also Zwischenprodukte, nicht die Endprodukte, dann sehen wir sind hier bei 18,4%. Und das ist ein schönes Diagramm, weil das Statistische Bundesamt uns die Zahlen bereits liefert bis 1950 zurück. Da wurde die Statistik eingerichtet. Und Sie sehen, es gab in der ganzen Zeitspanne eigentlich kaum, gar kein Jahr, nur eben das Jahr 1951, wo wir höher lagen. Man muss also, wenn man hier von heute, das ist der Oktober, Novemberwerte gibt es noch nicht im Moment, zurückschaut, dann findet man eine Preissteigerungsrate, die nur 1951 überboten wird. So gesehen haben wir jetzt eine Inflation wie seit Menschengedenken schon nicht mehr, also wie in einer Lebensspanne eines Menschen sie vielleicht einmal vorkommt. Ja, das zeigt, dass diese enorme Sondersituation, in der wir uns befinden. Und mittendrin sehen Sie die Ölpreisschocks der 70er Jahre. Die Älteren wissen noch, die Autobahnen wurden gesperrt, man konnte spazieren gehen, weil kein Öl mehr da war. Ja? Die Saudis und die anderen OPEC-Länder hatten die Preise erhöht und hatten den Ölhahn zugedreht. Und das bedeutete dann große Schwierigkeiten für die westliche Welt. Und das erzeugte ebenfalls eine Angebotsverknappung bei gleicher Nachfrage und die Preise schossen damals in die Höhe. Da hatten wir in der Spitze 14,6% Inflation und jetzt eben 18,4%. Es ist völlig außergewöhnlich, was wir derzeit an Situation haben hier in Deutschland. Die stärkste Inflation seit 70 Jahren. Und das ist hier diese Phase der 70er Jahre, wo wir die beiden Ölpreisschocks hatten. Also 74 war die eine Spitze und dann Ende des Jahrzehnts die andere Spitze. Und da war die Inflation auch in der Spitze niedriger. Wenn man den Durchschnitt mal berechnet für die 70er Jahre, dann waren es 5,2% bei den gewerblichen Erzeugerpreisen und es waren auch 5,2% bei den
Konsumgüterpreisen bei den Endprodukten. 5,1 bei den Endprodukten. In dieser Zeit herrschte die sozialliberale Koalition. Willy Brandt, der Held meiner Jugend, ja, wurde Kanzler. Dann musste aber wegen dieser Spionageaffäre das Amt räumen. Und Helmut Schmidt, der ehemalige Finanzminister, wurde Kanzler. Und Sie sehen, wie in der Ära Schmidt die Schuldenquote dramatisch anstieg von 20% auf 40% des Bruttoinlandsprodukts. Sie hat sich also verdoppelt. Schmidt hat damals gesagt, ja, das macht er extra, hat lieber 5% Inflation, wohl wissend, dass da also ein Inflationseffekt erzeugt wird, als 5% Arbeitslosigkeit. Und er glaubte also, dass diese Verschuldungspolitik richtig war. Das ist natürlich bloße Semantik. Der Grund, warum die Verschuldung hochging, war, dass die FDP, die auch in der Regierung war, gesagt hat, mit uns gibt es keine Steuererhöhung. Und was musste? Gleichzeitig hatte Helmut Schmidt die Wünsche seiner Genossen. Die wollten also Ausgabenprogramme, Sozialprogramme verschiedenster Art, auch die Verbesserung der lokalen Infrastruktur. Spaßbäder wurden ja damals gebaut, Schlüsselzuweisungen an die lokalen Gemeinden und so weiter. Ich weiß das noch gut, wir haben uns gefreut, endlich ein Schwimmbad. Ja, wo man rein konnte, kostete aber alles viel Geld und war Nachfrage nach den Leistungen der Bauindustrie und trieb eben diese Inflation noch hoch. Man durfte sich verschulden, denn im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 waren die rechtlichen Regeln dafür geschaffen worden und Schmidt nutzte das jetzt weitlich aus. Aber es war falsch, es war eine falsche Politik. Wenn das Angebot verknappt ist und die Firmen nicht liefern können, dann macht es keinen Sinn, die Nachfrage mit Schulden zu stimulieren, weil das ja dann nur Inflation erzeugt. Und die Arbeitslosigkeit geht dann auch nicht zurück. Schmidt behauptete zwar, das wäre eine Politik gewesen, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Tatsächlich, als er das Amt abgegeben hat, hatten wir 1 Million mehr Arbeitslose in Westdeutschland, als Willy Brandt an die Macht kam. Da waren es nämlich nur 150.000. Also Pustekuchen, das hat also überhaupt nicht gestimmt, dieses Argument. Es hat Deutschland damals eine massive Inflation beschert. Und ich sage das so deutlich, weil das so erinnert an heute. Ja? Heute haben wir wieder so eine Art sozialliberaler Koalition. Es sind auch die Grünen dabei. Die FDP sagt wieder keine Steuererhöhung. Die anderen sagen aber, wir müssen das und das und selbiges machen und alles gut begründet. Und die Konsequenz ist, dass man sich verschuldet. Die Verschuldung ist potenziell eine Last für zukünftige Generationen, aber nur in Form der Zinsen. Jetzt sagt jeder, na, die Zinsen sind ja null, ist also keine Last. Ist aber trotzdem eine Last, weil die Nachfrage nach Leistungen des Unternehmenssektors, die mit der Verschuldung bezahlt wird, auf ein starres Angebot stößt und eben inflationär ist. Aus genau dem gleichen Grunde wie damals diese Schmidtsche Schuldenpolitik inflationär war, haben wir jetzt möglicherweise wieder eine Phase der Schuldenpolitik, die inflationär ist. Eine Inflation wollen wir nicht, können wir uns nicht leisten, denn sie ist schlimm. Lohnbezieher, Rentner, Sozialleistungsbezieher verlieren Realeinkommen. Wer Sparguthaben hat und Lebensversicherungsverträge, der verliert einen Teil seiner Ansprüche. Auch der Realwert des deutschen Nettoauslandsvermögens, das durch Exportüberschüsse aufgebaut wurde, schrumpft zum Teil, denn zum Teil sind das Ansprüche, die nur Nominalwert gesichert sind. Denken Sie an die Targetforderung von 1.100 Milliarden Euro der Bundesbank, die ja auch nur Nominalwert gesichert sind gegen das Eurosystem und die bei einer Inflation von 5,2% ja doch um 60 Milliarden Euro real kleiner werden. Eine Inflation wollen wir auch nicht, weil sie den Sand im Getriebe des Kapitalmarktes ist. Jemand, der investieren will in ein Haus, braucht einen langfristigen Kredit und der Kreditgeber muss bereit sein, den zu geben. Aber wenn es Inflation gibt, weiß man nicht, wie viel es geben wird. Und es bedeutet also eine Unsicherheit über das, was man dann wirklich tilgt und an Zinsen zahlen muss in der Zukunft. Gehen die Preise hoch, sehr stark, oder gehen sie nur wenig hoch? Diese Unsicherheit belastet sowohl den Kreditgeber als auch den Kreditnehmer
Und solche Kreditkontrakte werden zurückgedrängt mit der Folge, dass dann auch die entsprechenden wachstumsfördernden und treibenden Investitionen unterbleiben. Und dann gibt es das Thema der Scheingewinn- und Scheinzinsbesteuerung. Nicht 1% Inflation und 1% Zinsen macht eine echte Verzinsung von null. Trotzdem muss man Steuern darauf an den Staat zahlen. Scheingewinnbesteuerung, Abschreibungen reichen gar nicht mehr aus, um die Wiederbeschaffung des Kapitalstocks zu ermöglichen. Und dann gibt es die heimliche Progression des Steuersystems. Wenn inflationär alle Einkommen steigen und real gar nicht mehr werden, sagt der Staat trotzdem, ich will jetzt aber einen größeren Prozentsatz deiner Einkommen haben. Das geht automatisch über das progressive Steuersystem. Also allerlei völlig unerwünschte Effekte. Und im Extremfall kann sogar die arbeitsteilige Wirtschaft gefährdet werden, weil die Menschen zum Realtausch zurückkehren, Ware gegen Ware, statt bereit sind, ihre Leistungen und ihre Güter gegen Geld abzugeben. Das haben wir ja vor 100 Jahren gehabt, als die große Inflation kam. Da war zum Schluss das Geld so viel wert, wie das Papier wert war. Und was da drauf gedruckt war, 10 Billionen Mark, das war völlig irrelevant. Stefan Zweig hat in seinen Lebenserinnerungen dazu gesagt, nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Und der amerikanische Historiker Gerard Feldman hat gesagt, Hitler sei durch die Verbitterung der Deutschen, durch die Inflation ermuntert worden, seinen Putsch mit Ludendorff schon von 1923 zu probieren. Er ist dann schiefgegangen. Aber 10 Jahre später hat er dann ja Erfolg gehabt. Also Inflation ist etwas, was eine Gesellschaft total zerrütten kann. Nicht, wenn sie klein ist, klar, kann man kontrollieren vielleicht, aber wehe, sie wächst. Die EZB, nun, die will nicht wahrhaben, dass es eine Inflation gibt. Der Maastrichter Vertrag sagt ja, sie hat nur ein Ziel, ein vorrangiges Ziel, sie muss die Preise stabil halten. Sie hat 1998 vor der Einführung des Euro schon gesagt, ja, was heißt denn stabil? Na, wir müssen das praktikabel machen. Stabil heißt weniger als 2% Inflation. Dann 2003 hat sie gesagt, als die Inflation noch über 2% war, jetzt müssen wir wohl bremsen, aber wir dürfen nicht zu stark bremsen, dass wir zu stark unter die 2% kommen. Dann kommen wir vielleicht sogar in die Deflation. Also wir müssen unter 2% bleiben, aber nahe bei 2%. 2011 hat der Rat dann gesagt, als die Inflationsrate deutlich unter 2% war, ja, aber wir haben doch schon beschlossen, dass knapp unter 2% ein Ziel ist. Wir müssen also jetzt Gas geben, damit wir die Inflation erhöhen. Das war also die erste große Uminterpretation, was im Maastrichter Vertrag wirklich steht. Und im Jahr 2021 hat der EZB-Rat ein symmetrisches Inflationsziel von 2% beschlossen. Das heißt, wenn man ein paar Jahre drunter war, darf man auch drüber sein, so genau nehmen wir es nicht. Und Frau Lagarde, die Präsidentin, hat der Presse gesagt, 2% ist keine Obergrenze mehr. Das heißt also, das ist die schleichende Uminterpretation durch den EZB-Rat dessen, was die Parlamente Europas der EZB aufgetragen hatten. Und dann sagt jetzt die EZB, ja, es ist ja nur ein Inflationsbuckel, der geht ja jetzt wieder weg. Ja, natürlich ist es ein Buckel. Die Knappheiten werden im Laufe des Jahres 2022 hoffentlich überwunden. Dann kommen die Vorprodukte wieder. Es wird ja noch ein paar Monate dauern, bis das alles wieder so läuft. Und dann ist dieser Inflationstreiber weg. Das ist schon richtig. Wir werden wohl auch sehen, dass die Inflationsraten dann runtergehen. Das heißt aber nicht, dass das Inflationsthema vorbei ist. Denn die Lieferanten haben bislang ihre Margen reduziert und vielleicht machen sie das nicht beliebig lange und es gibt Nachholeffekte. Preislisten schreibt man ja nicht einfach so jeden Tag um, sondern man wartet erst mal eine Weile ab. Es kann also sein, dass aus der temporären Inflation doch ein etwas nachhaltiger Effekt wird. Und die Endproduktpreise reagieren, wenn wir hier mal in die Kurve der gewerblichen Erzeugerpreise die Konsumenteninflation eintragen, sehen wir in der ersten Ölkrise steigen die gewerblichen Erzeugerpreise massiv, aber und die Konsumgüterpreise steigen auch, aber nur ein bisschen.
oder hier in der zweiten Kurve, das sieht man halt immer wieder, dass die Ausschläge bei den Konsumgüterinflationsraten kleiner sind und so hier eben auch am aktuellen Rand. 5,2 versus 18,4, aber es wird eben doch gezogen, nicht? Die gewerblichen Erzeugerpreise sind wie so ein Gummiband, welches mit Verzögerung und mit wachsender Distanz irgendwas hinter sich herzieht. Die Inflation wird in Wellen kommen, denn die Gewerkschaften zum Beispiel müssen ja reagieren. Wir haben hier mal einen Blick auf die 70er Jahre nochmal, die Inflationsraten der Konsumgüterpreise. Und wir sehen hier dazu die Steigerung der Löhne. In der Metall- und Elektroindustrie lagen wir schon knapp bei 12% in der Spitze an jährlichen Lohnsteigerungen. In der Eisen- und Stahlindustrie lagen wir bei etwa 9% in der Spitze. Und die ÖTV, ich habe leider nicht die ganzen Daten hier, hat jedenfalls im Jahr 1974 eine Lohnsteigerung von 15% gefordert und hat 11% bekommen. Das war dann die Reaktion der Gewerkschaften auf diese Inflation, um eben verständlicherweise ihre Mitglieder zu schützen gegen diese Preissteigerungen. Und ich glaube, dass also die Lohnverhandlungen des Jahres 2022 einen ähnlichen Effekt zeigen, dass wir also die Preissteigerungen des Jahres 2021 dann auf den Produktivitätszuwachs obendrauf kriegen. Wie viel könnte das denn sein? Hier ist mal nicht die Inflationsrate, sondern also das ist der Zuwachs eines Preises, sondern das Preisniveau selber am aktuellen Rand gegenüber dem November vom Vorjahr sind es 5,2 mehr. Aber wenn ich das den Durchschnittswert des Vorjahres nehme, sieht man, dass allein die Niveauverschiebung der Preise bei 4,4% liegt. Also mindestens das werden die Gewerkschaften legitimerweise fordern können in ihren Lohnverhandlungen. Und auch bekommen. Die Inflationserwartungen sind das große Problem. Wenn man glaubt, dass es eine Inflation gibt, gibt es Vorziehkäufe. Dann kauft man langlebige Konsumgüter früher, als man sonst getan hätte. Wenn man glaubt, es gibt eine Deflation, dann wartet man mit dem Kauf, bis die Preise niedriger sind. Eine Inflation ist inhärent instabil. Und das ist eigentlich der Grund dafür, warum im Maastrichter Vertrag der EZB nur ein Ziel gegeben wurde, vorrangig Preisstabilität zu sichern. Weil man weiß, geht es nach oben, verstärkt es sich, geht es nach unten, verstärkt es sich. Man muss eben tatsächlich die Preise stabil halten. Und das ist ja derzeit nicht der Fall. Derzeit haben wir eher eine Gefahr wie diese. Da ist ein Feuer und wenn da ein Feuer ist, muss man es austreten und nicht erst warten, ob es dann so richtig losbrennt, sondern gleich was dagegen tun. Das ist jedenfalls meine Sichtweise der Dinge. Die EZB verweist auf die niedrigen Inflationserwartungen internationaler Analysten. Na ja, gut, wer ist denn das? Das sind Fachleute, die aus der Vergangenheit da irgendwas in die Zukunft schließen. Aber wir können nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen. Wir müssen gucken, was heute ist. Und da verweise ich nochmal auf das IFO-Institut. Das IFO-Institut befragt die Unternehmen eben auch danach, ob sie ihre Preise erhöhen wollen. Und hier am rechten Bildrand sehen Sie, die Dienstleister tun das. Im Bausektor tun es die Firmen. Im verarbeitenden Gewerbe sagen sie, sie wollen es, oder auch im Handel. Überall liegt der Anteil der Firmen, die sagen, sie wollen ihre Preise erhöhen. Und wenn sie sagen, sie wollen es, dann werden sie es auch, weil es in der unmittelbaren Planung ja schon ist, ist so hoch wie noch nie seit der deutschen Vereinigung, seit 1991. Das ist ein hartes Faktum. Ja. Hier reden nicht irgendwelche Theoretiker über die Frage, ob also die Inflation hochgehen kann, sondern die Firmen sagen, ja, sie wollen die Preise erhöhen und werden die Preise erhöhen. Da kommt man nicht dran vorbei. Das sind harte Fakten. Das sind nicht Meinungen und Stimmungen über das, was andere tun, sondern sind bekundete Aussagen derer, die jetzt wirklich handeln und die Preise setzen können.
Weitere Inflationsschübe sind absehbar. Der gesetzliche Mindestlohn wurde um 25% angehoben, gegenüber diesem Jahr jedenfalls auf 12 Euro. Das wird bedeuten, dass die ganze Lohnskala nach oben geschoben wird, ja, wie die Rippen einer Ziehharmonika, wenn man das untere Ende dieser Ziehharmonika hochzieht oder man hält die in einer Hand, ja, schiebt das nach oben, dann gehen alle Rippen ein bisschen hoch, umso weniger, je weiter sie entfernt sind vom unteren Rand, aber alle sind betroffen, weil die Lohnabstände eingehalten werden müssen. Also das ist eine Politik der Lohntreiberei, die jetzt hier stattgefunden hat, aus vielleicht legitimen Gründen, sozialpolitischen Gründen. Weitere Inflationsschübe, versteckte Verschuldung der neuen Koalition. Man will also für all die schönen Programme, die man vorhat, bestehende staatliche Gesellschaften wie die Deutsche Bahn oder die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben oder die KfW, diese Förderbank, benutzen, um Ausgaben zu ermöglichen und zu finanzieren. Und die sollen sich verschulden. Das zählt jetzt nicht als Staatsverschuldung so direkt. Es ist aber indirekt eine Staatsverschuldung, weil das ja Institutionen sind, die allein dem Staat gehören. Und dann will man den Ausnahmetatbestand des Grundgesetzes, wonach also man sich temporär von der schwarzen Null entfernen durfte, um sich zu verschulden, und dann aber ein Tilgungsprogramm vorlegen musste. Dieses Tilgungsprogramm will man jetzt strecken von 20 Jahren auf 36 Jahre. Die Schulden bleiben also länger stehen. Und dann will man einen Sonderfonds für den Klimaschutz schaffen und braucht dafür einen Nachtragshaushalt. Man hat aber kein Geld, man hat aber noch Corona-Geld. Wegen der Corona-Rettungsmaßnahmen ist beschlossen worden, dass 2022 auch nochmal der Staat sich extra verschulden darf. Und dieses Geld will man umwidmen für Klimaschutzaufgaben. Der neue Finanzminister hat ja tatsächlich jetzt gerade seinen Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Euro vorgestellt. Das ist alles vielleicht argumentativ vertretbar, wenn man sagt, die Zinsen sind null, der Bedarf ist wichtig und groß. Man darf aber nicht übersehen, es ist keynesianischer Schuldendampf im System und erzeugt inflationäre Nachfrage. Nicht? Entweder lassen wir zu, dass die Zinsen andere Nachfrage nach Kapitalgütern verdrängen, indem andere weniger Kredit aufnehmen, weniger Maschinen und Häuser kaufen, oder wir machen das über die direkten Preissteigerungen, die andere aus dem Markt rausdrängen, die die Preise nicht mehr bereit sind zu zahlen. Der liebe Gott hilft hier leider nicht mit, indem er irgendwelche Ressourcen zur Verfügung stellt, die jetzt für die schönen Zwecke der neuen Regierung verbraucht werden. Das wird anderen Verwendungen der Wirtschaft entzogen. Dollar-Euro-Zinsdifferenzial. Hier sehen Sie die langfristigen Zinsen für deutsche Staatspapiere seit 2008, für spanische, für italienische und auch mal für US-amerikanische. Und wenn Sie am aktuellen Rand mal genau schauen, ich vergrößere das mal, dann sehen Sie, dass Italien heute offenbar auf den Märkten eine so hohe Bonität genießt, dass selbst die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mitkommen. Das ist wenig überzeugend, aber dahinter steht natürlich die Politik der Europäischen Zentralbank, insbesondere die implizite potenzielle Vergemeinschaftung der Staatspapiere, indem diese Papiere alle im Eurosystem abgeladen wurden. Und ein solches Zinsdifferenzial bedeutet natürlich, dass die Anleger jetzt nach Amerika laufen. Sie denken, die Renditen sind höher, tauschen ihr Geld in Dollar um, fragen Dollars nach, Dollarkurs hoch, Eurokurs runter und Importe werden teurer. Eine importierte Inflation ist die Konsequenz eines solchen Zinsdifferenzials, was sich hier potenziell ergibt. Wir sehen das auch schon hier, dass seit einiger Zeit der Eurokurs hier unter Druck geraten ist durch genau dieses wachsende Zinsdifferenzial. Ähnliche Effekte hatte man übrigens auch in der Vergangenheit. Hier ist der Dollarkurs. Nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems war der runtergegangen. Hier ist die inflationäre Phase der 70er.
Dann haben die Amerikaner die Notbremse gezogen. Paul Volcker, der neue Zentralbankgeldchef in Amerika, der 79 ins Amt kam, hat die Zinsen auf 20% am kurzen Ende hochgesetzt. Eine Gewaltbremsung der amerikanischen Wirtschaft. Mit der Folge, dass dann der Dollar wieder hochging, wie Sie hier sehen. Das war übrigens hier im Jahr 79, 80. Und dann hat man noch Investitionsförderprogramme, das Sofortabschreibungssystem, fast Sofortabschreibungssystem ACRS eingeführt und es ging der Dollarkurs wieder hoch. Freilich mit der Folge, dass die in Dollars verschuldeten Entwicklungsländer Lateinamerikas, dass die alle in Schwierigkeiten kamen. Mexiko, Brasilien, Venezuela, Argentinien gerieten in Zahlungsverzug und hatten also riesige Staatskrisen. Schließlich die Demografie, das ist die deutsche Alterspyramide. Rechts die Frauen, links die Männer, in der Senkrechten das Alter. Sie sehen diese dicken Äste hier unter 65. Das sind die Babyboomer, die 64 geboren sind. Sie sind 57 Jahre und wollen in Kürze in die Rente. Und in die Rente zu gehen heißt, sie wollen natürlich weiter essen und brauchen dafür ihre Ersparnisse auf oder besorgen sich über staatliche Umverteilungsmechanismen von anderen das Geld, um zu konsumieren. Und produzieren wollen sie natürlich nicht mehr. Das heißt ja eben Rente. Und was heißt das umgekehrt? Ein Nachfrageüberhang. Man kann auch sagen, die Sparquote fällt, die Konsumquote steigt. Das alles ist ein inflationäres Grundszenario für die nächsten Jahre. Und nicht zu vergessen die Energiewende. Wir haben uns ja wirklich was vorgenommen. Bis 2045 wollen wir völlig raus aus allen konventionellen Energiequellen. Kernkraft soll ja jetzt abgestellt werden und dann wollen wir aus der Kohle, aus dem Gas raus und aus dem Öl sowieso. Verbrennungsmotoren sollen ja nicht mehr sein. Aber was haben wir uns da vorgenommen? Heute ist der Anteil von Wind- und Solarstrom am Endenergieverbrauch der Bundesrepublik nicht etwa 30-40%, wie viele denken, das wäre bezüglich des Stroms, sondern nur 7,5%, offizielle Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums. Und das gibt ja noch andere grüne Energien wie Talsperren zum Beispiel. Alles ist wichtig relativ zum Strom, aber der Strom ist ja selbst nur 23% weniger als ein Viertel vom Ganzen. Nicht? Wir haben dann auch noch andere Stromquellen, die eben konventioneller Art sind und wir haben noch andere grüne Energie, die nicht zum Strom zählt, indem wir also unsere Häuser mit Pellets heizen. Das kommt dazu, aber da bleibt ein riesiger Zwackel übrig. Wir haben Raumwärme, die aus fossilen Quellen kommt. Das ist nur der fossile Teil hier. Warmwasser, Prozesswärme und Verkehr. Also die nicht erneuerbaren Energien sind heute, konkret im Jahr 2020, in der Bundesrepublik Deutschland noch 83% des gesamten Endenergieverbrauchs und grün ist 17%. Und von dem Grünen ist 7,5 Prozentpunkte Wind und Solar. Und diese 7,5%, die sollen jetzt aufgedehnt werden, um den ganzen Rest abzudecken, und zwar in 24 Jahren. Also man hat 20, 30 Jahre gebraucht für die 7,5%. Jetzt will man in 24 Jahren eine Verzwölffachung praktisch dieser Wind- und Solarenergie hinkriegen. Denn das sind die Kanäle, um die das geht. Nun gut, jetzt gibt es Wärmepumpen. Man muss ja nicht alles eins zu eins ersetzen. Da gibt es Effizienzgewinne, aber die Aufgabe ist gewaltig. Und diese Aufgabe geht einher mit einem Anstieg der Kosten für die Energie. Denn wenn das billiger wäre, dann bräuchte man das ja nicht staatlich anzuordnen, hätten die Firmen das lange gemacht. Nein, es ist schon alles sehr teuer, was wir vorhaben. Und insofern kriegen wir einen weiteren Kostenschub, der auch inflationär ist. Wir sehen das übrigens schon an den Strompreisen. Wenn Sie mal hier die europäischen Länder vergleichen mit Deutschland, dann steht Deutschland an der Spitze der Strompreise pro Kilowattstunde. Und wir sind nicht nur in Europa an der Spitze, sondern in der ganzen Welt. Es gibt aber kein erhebliches Land irgendwo auf der Welt,
das höhere Stromkosten hat als Deutschland, weil wir ja alles doppelt machen. Wir brauchen die konventionellen Anlagen als Lückenbüßer für die Dunkelflauten und wir brauchen die grünen Anlagen und wir haben doppelte Fixkosten, macht's halt sehr teuer. Das muss man wissen, man kann es wollen aus umweltpolitischen Gründen, aber man soll nicht denken, dass jetzt eine Zeit der billigen Energie kommt. Das Gegenteil ist der Fall und es ist auch ein wichtiger Kostentreiber. Meine Schlussfolgerungen. Deutschland befindet sich technisch heute in einer Stagflation. Es gibt Lieferengpässe und gleichzeitig riesige Nachfrageüberhänge, die auch durch staatliche Verschuldung induziert sind, wo das Notenbanksystem mitgeholfen hat, das zu ermöglichen. Die EZB hat die Euro-Zentralbank-Geldmenge seit 2008, also seit der Zeit kurz vor der Lehman-Krise, versiebenfacht von 880 Milliarden auf 6 Billionen Euro. Dabei ist ein Geldüberhang über das, was eigentlich als Schmiermittel für die europäische Wirtschaft, Euro-Wirtschaft ausgereicht hätte, von 4,9 Billionen Euro entstanden. Und davon wiederum sind 80%, 4/5 durch Staatspapierkäufe in Umlauf gekommen. Und weil man die nicht rückgängig machen kann, Stichwort Gründerkrise, meine Argumentation dazu, ist die Inflationsbremse lädiert. Und die Inflation ist bereits tatsächlich mit großer Macht zugange. Es ist nicht Zukunft. Ich wiederhole, bei den Zwischenprodukten haben wir heute eine Inflation wie seit 1951 nicht mehr. Die EZB redet sie klein, bislang jedenfalls noch, und das empfinde ich fast als Realitätsverweigerung. Wegen der Demografie, der neuen Staatsschulden, einer importierten Inflation über Wechselkurseffekte und wegen des Wechsels auf die teure grüne Energie, die ja anderweitig gut begründbar ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu weiteren Inflationswellen kommt. Ähnlich wie bei Corona. Wenn die erste Welle nächstes Jahr vorbei ist, sagt jeder, jetzt haben wir es hinter uns, wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Aber die Effekte, die ich dargelegt habe, implizieren, dass es weitere Wellen bei der Inflation gibt. Man soll nicht zu früh glauben, dass wir das Problem schon im Griff haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ach so, meine letzte Folie noch. Letztes Jahr habe ich Ugo Şahin und Özlem Türeci von BioNTech zum Helden meiner Vorlesung gekürt, weil sie den Impfstoff gebracht haben, wodurch wir gerettet wurden. Und dieses Jahr ist es halt Nikolaus Kopernikus, der erste große Ökonom. Das Übel der Geldvermehrung verwüstet die Bewertung der Münze ebenso wie Rost oder Unkraut des Getreide. Wenn es Überhand genommen hat und zu spät entdeckt worden ist, kann es der Herr nicht ohne Mühe und nicht ohne erneute Belastung seiner Untertanen beseitigen und erst recht nicht ohne Unglimpf, da er ja selbst die Ursache dafür gesetzt hat. Frohe Weihnachten.